Ja, schönen guten Tag. Und der Asrak. Der noch mehr vor euch fährt. Ja, wir holen dich ein. Genau, wir sind aus dem Crackerbook raus, den wir alles abgegrast haben, was wir so schnell auf die Schnelle kriegen konnten, und fahren jetzt in der Nacht zurück. Oh, leider haben wir immer noch nicht die die Iron Chest Armor Schematik gefunden. Die würde noch fehlen. Huch. Ich nehme noch ein bisschen Autos auseinander wegen Sprit. Was machst du denn da, Nordisch? Ja, ich habe mal nach hinten geguckt, wo du bleibst. Hast du wieder nicht auf die Straße geachtet? Augen auf den Verkehr. Ja, Augen auf beim Eierkauf. Wo fahrt ihr zwei denn lang? Wir gondeln hier so ein bisschen durch die Gegend. Die Landschaft an. Ein bisschen Licht machen hier. Gucken, ob wir Wildwechsel kriegen. Wildwechsel? Wo seid ihr denn? Ja, herzlich willkommen zurück. Aha. Ich glaube, es wird aber nicht 22 Uhr heute werden. Also, so wie sich das gerade anhörte, machen wir jetzt, glaube ich, schon die letzte Folge. Nee. Doch, Minimap. Ach, schau da mal. Sind sie. Hinter mir. Weit hinter mir. So. Da fühlt sich das Moped wohl. Oh, weit ab vom Schuss hier. Ja, wir haben noch ein Stückchen zu fahren. Ich werde noch nichts weiter dazu sagen. 37% Sprit, mal gucken. Sollte passen. Aber vielleicht morgen nicht nur zu zweit. Oh, das ist fies. Kommt da jemand, der sich auskennt? Das Like, das Follow, sag ich ja nur. Das ist frech. Ja, der Asrak ist schuld. Er hat gesagt, letzte Folge. Nein, ach, keine Ahnung. Es ist manchmal, schauen wir mal. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel aufnehmen, weil vielleicht kommt die Alpha 17 und irgendwann so. Schauen wir mal, ne? Es ist ja nicht der letzte Tag, wir kommen ja auch nochmal wieder. Wir machen, nehmen ja nochmal ein bisschen mehr auf. Nee. Man kann gut geschwinde etwas nachgucken. Oh, haben wir hier so eine fette gut, Rampe. Ah, oh, ich sehe Asraks Scheinwerfer. Ja, wir nähern uns. Sache, oh Scheiße, wir holen ihn ein. So. Jetzt geht's weiter. Ah. Ihr holt mich nicht ein. Klar doch. Lebe nicht. Der Pfeil wird auch immer größer. Wie wär's mit einem Polizistenwitz? Ja, nun hau raus. Ja, aber wenn, muss es ein guter sein. Setz mir voraus, oh, ich fahr irgendwie falschen Weg. So. Beste? Hab ich gewusst. Kennen sich Schnitte mal aus, die Buben hier. Oh, nee, danke für den Host. Dankeschön. Ja, was ist denn jetzt mit dem Polizistenwitz? Was ist denn jetzt? Ah, warte, wir müssen erstmal fahren und lesen dabei. ich auch. Ich gucke auch die ganze Zeit in den Chat. Ach so. Ja. Wir sollten einen Polizistenwitz erzählen. Jetzt sehe ich das. Ach, wir? Nee, ja, wir. Ich kenne keinen. Ich kenne keine Witze. Ich kenne nur einen Knastwitz. Und der ist auch noch dreckig. Ja, dann hau raus. Hau raus. Ja, so, das, so schlimm ist er nicht. Ja, das dann erst recht. Aber ich fahr erstmal nach Hause. Du musst dich konzentrieren. Oh Mann. Muss mich konzentrieren, ja. Oh Gott. Ja, gut. Also, ihr müsst euch vorstellen, das ist schon so ein schön fetter Knast. Ne? So wie man sich so im Fernsehen so vorstellt. So ein schmächtiger, schmaler Kerl, also so ein Palain-Typ halt. Nein, auf was. So ein Schmeck. Der ist gut, was? Die Jörg im Scheib. Gibt keine Polizistenwitze, alles wahr. Das ist gut. Der ist gut. So, was jetzt mit dem Klass? So wie man sich vorstellt. Ja, so wie man sich richtig schön vorstellt, voll mit tätowierten, fies guckenden Leuten, und dann hast du da halt so ein Hämftling, weißt du, der ist das erste Mal im Knast, weißt du, hat gerade mal einen Pickel gekriegt. Und kommt das erste Mal halt in den Knast und
ja, kommt er halt in die Zelle rein, sieht da wirklich so ein fies tätowierten, so ein Riesenfies und so ein 2,50 Meter Mann von oben bis unten tätowiert, auf den Zehen tätowiert, überall tätowiert. Und dann sagt er, ja, Mensch, ja, ich bin das erste Mal im Knast und kannst ein bisschen halblang und so, kannst mich eher so ein bisschen beschützen, ich bin das erste Mal im Knast und ja, ich weiß nicht so richtig und oh, okay. Ich denke ich fest, guck mal, siehst du, das kommt nicht da. Wir werden ihn nie erfahren. So, naja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, dann versucht er sich da so ein bisschen einzuschleimen. Sagt der Dicke nur, also der Große nur, mit oder ohne Creme. Und dann sagt er, ja, ach man, ja, ich weiß, ich bin neu und ich muss mich jetzt beweisen und so. Und können wir das nicht irgendwie sein lassen und muss da nicht sein? Und naja, und fängt an zu grunzen, mit oder ohne Creme. Dann sagt er, ja, gut, okay, dann komme ich ja sowieso nicht. Komme ich sowieso nicht dran vorbei, da muss ich sowieso tun, was du sagst. Und ja, gut, dann lieber mit Creme, denn, weil ich, ne, ja. Steht da auf, grunzt nochmal, geht an ihm vorbei, geht zur Zellentür und brüllt den Flur entlang. Ey, Creme, der neue wilden Dreier! Okay. Ja, nun. Nice. Oh, schmeiß mal was in die Hände. Wenn man dabei noch fahren muss. Doch, der war gut. Ach Gott, steht hier. Ja, nun. Ich sag ja, da. Ein bisschen was in die Händlerkiste geschmissen. Mhm. So, ja, da schmeiß ich auch gleich mal was rein. Ein paar Schmarrigen. Ganzen Schmodder hier. So, das ist auch noch eine Thematik. Ausmüllen. Ela, ja, ich weiß, ich habe es, glaube ich, vergessen. Noch ein Licht. Aus Prinzip, weil du es bist. Warte mal, ich muss aber kurz. Denk dran, der Crossbow, der fast 600, der ist da noch drin. Außerdem eine Iron Chest Armor, auch fast 600. Alles in der Werkbank, bitte greifen Sie zu. Ja, schauen wir mal. So, Hunting. Ja, hier draußen brennt bei jemandem noch das Licht am Bike. Das wird Grantin meint sein. Das bin ich nicht. Ja, kann ja sein, dass ich nochmal raus muss. Außerdem, es brennt nicht, es leuchtet. Mhm. Dann haben wir es ja besprochen. Ja. Ja, Ela, hast du recht. Hast du recht. Aber bei meiner Kanalgröße, glaube ich, das juckt da keinen. Was? Gibt's schon Kritik oder was? Musst dich schon rechtfertigen. Ja. Nein, ich hatte umgestellt den Titel. Den Titel habe ich nicht umgestellt. Ah, das gibt's aber auch gar nicht. Weißt du, habe ich das extra hier auf dem Stream Deck extra abgelegt, dass ich nur einmal klicken muss und trotzdem vergesse ich es jedes Mal. Jedes Mal. Alle Schweine. Schweine. Du könntest noch mal Zähmendemar anwerfen. Auch das noch? Ja, warum nicht? Das soll ja bekanntlich gut tun. Bike-Kram? Hier ist sogar noch 500 Mal drin. Das heißt, wir haben jetzt schon fast 2 Stacks voll. Das sieht doch schon fast gut aus. Guckt mal, ob waffenmäßig eure Schrotflinte schlechter oder besser ist als das, was in der Waffenkiste ist, und auch eure Hunting Rifles, dann könnt ihr austauschen. Auch liegt jetzt ein Scharfschützengewehr drin. Mhm. Ja. Begeistert. Kann anders aussehen, muss aber nicht. Ja. So, was haben wir hier noch? Für den Händler, das muss noch da mit rein. 18.384 Jedons. So, was haben wir denn noch da? Wo hatte ich denn das Zeugs reingeschmissen mit dem Bedon? Muss eigentlich doch hier sein, ne? Nee, wir werden die heute. Die heute. Ja. Hallo. Nein, die Horde werden wir heute nicht mehr sehen. Also wenn ich Azra gerade richtig verstanden habe, dann werden wir jetzt gleich irgendwie zeitnah mal so ein bisschen. Richtig. Und ja.
Aber naja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, wie man so schön sagt. Richtig. Wir sind ja sowieso schon seit gefühlten 3 Tagen vorbereitet. Ja, wir können eigentlich jeden zweiten Tag eigentlich eine Horde empfangen hier. Das ist nicht das Problem. Ja. Naja, sagen wir alle 3 Tage. Wollen es ja nicht übertreiben. Wir sind ja auch alt. Wir brauchen ja auch ein bisschen Erholung zu spielen. Das muss man. Also gut, ich bin alt. Alle anderen sind natürlich kernjung, ist klar. Ja, Fleisch haben wir jetzt 50 Stück. Wow. Das ist schön. So. Oh, das ist schön, ne? Kann 50 Fleisch. Dass ich immer nach diesem Kleinkram suche, wie diese ganzen Plastikteile und Dingsbums und überhaupt. Und ich schmeiß das jetzt hier rein. Oh ne, da gehört es auch gar nicht rein. Da ist Forging-Zeugs drin. Ach so, da sind noch die drin. Wo sind denn die? Da sind die Federn. Dann haben wir doch noch Zeit für die Balkon-Terrasse. Ja, das können wir eigentlich machen. Wir können uns eigentlich hier nochmal so ein bisschen. Terrasse! Ist, aber es ist so schade, hier so einen verbrannten Biom sich so was Tolles hinzubauen. Also dann würde ich das eher nachher so im grünen Biom machen. Ja, wo man sich so richtig sagen, schönes, so ein Designerhaus bauen kann. Das wäre. Ja. Das wäre fein, ja. Was wir dann in die Luft sprengen. Die Iron Chess Armor, die geniale, die ist da in der Werkbank noch, ne? Hier, Madame Messieurs. Ja, gut, ich hab mir mal die Armbrust genommen. Ich dachte, ich muss ja noch ein bisschen Vortritt. Armbrust. Na, also wie gesagt, die Armbrust muss ich nicht hören. Ja, deswegen habe ich sie ja genommen, hast du ja gesagt. Ja, sag ich ja, genau. Deswegen sollst aber du vielleicht ja. Vielleicht möchtest du hier die Rüstung haben. Wo war die jetzt noch dran? Oh, Junge, guck doch mal rein. Nein, ich hab das zu tun. Ah, okay. Ist das was für dich? Ja, ich guck mir das mal an. Ja, sieht gut aus, dankeschön. Gut, hätte natürlich auch repariert sein können, aber okay, oh Mann, nein. Ansprüche. Ja, nun. Ich erwarte hier schon Qualitätsprodukte. So ist es ja nicht. So, da haben wir noch ein paar Pfeile. Ach, ich müll hier einfach. Das ist ja auch alles so Bauzeugs hier. Da haben wir noch Plastik. Forging-Zeugs war, glaube ich, da oben drin. Nee, nicht. Da nicht. Da ist Forging-Zeugs drin. Ach, da packen wir das gerade. Das heißt, wir haben irgendwie noch 2 Tage praktisch. Warum kann ich das nicht lesen? Weil ist zu hart. Yo. Ja. Können wir die Horde nicht früher auslösen? Muss Horde. Geht garantiert. Ich habe jetzt mal in die Händlerkiste auch mal so eine Quest noch reingeschmissen. Also nicht, ja, keine Ahnung. Okay. Falls ihr da noch mal questen wollt. So, ich brauche noch mal Sand und Stein. Die haben wir doch garantiert hier auch irgendwo rumfliegen. Nö, ich nicht. Palen, du bitte. Ja. Ich hab die schon. Ah, die habe ich auch gerade aktiv. Okay. Gut, dann habe ich sie auch. Spielmaus, hi. Jo. Fodele, das haben wir auch. Was haben wir da noch drin? Da können wir das eigentlich mal hier mal reinschmeißen. Wir sind im verbrannten Biom. Und es ist, Ende dieser Session eigentlich. So ziemlich, ja, so ziemlich. Gut ausgestattet, alles läuft, alles funzt. Ja, die Horde kann kommen eigentlich, ne? Definitiv. Eigentlich könnten wir machen. Eigentlich sind wir soweit. Kommt doch mal! Wundert mich sowieso, dass hier eigentlich so verhältnismäßig wenig los ist. Also wenn ich so. Ruhig, oder? Ja. Wenn ich für mich selber wenn ich selber spiele, alleine, dann kommt. Jeden Tag 1 oder 2 Horden Minimum. Also das ist entweder Schreier oder normale Wanderhorden. Du verpasst ja die Horde. Ja, eben, wir waren. Die wird getriggert und dann bist du wieder weggefahren. Ja. Du kriegst gar nicht mit, dass eine da war. Die rennen dann in der Walachei rum, du fährst in der Walachei rum. Ja, du hast ja die Hundehorde gesehen, die an uns praktisch vorbei ist. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Wir sind halt zu viel unterwegs, wir müssen hier mehr zu Hause bleiben. Ach, zu aktiv, ja? Mehr Stubenhocker sein. Ja. Ja, ich hole mir noch ein bisschen Material aus meinem Boik. 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 Ja, so viel habe ich auch nicht. So viel hat der Papi auch nicht mehr dabei. Scheiße.
Bin mal gespannt, wie sich der Elektrozaun macht. Ja. Ob der ein bisschen was wegreißt. Der, ja, wenn überhaupt zum. Ja, doch, sie werden zum Elektrozaun. Da, das ist das schon. Ja, 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 das schon. Das kriegen sie hin. Wenn wir es zulassen. Nein, nicht, ob sie es bis zum Elektrozaun schaffen, sondern was der Elektrozaun selber noch wegknüppelt, das, was der für einen Effekt hat. Ja, yes. Ich weiß nicht, ob der jetzt sozusagen da so viel wegrunzt. Nö, nein, das erwarte ich auch nicht. Machen wir morgen was, Quatsch, morgen. Also beim nächsten Mal was zu dritt, würde ich sagen, was Gemeinsames. Gerne. So ein Dicks Hochhaus oder was weiß ich was. Ja, klar, können wir mal. Oh, eine Horde. Ja. Oh, yay. Schön. Kommt ihr Schweine, kommt ihr Schweine! Man kann nur zugucken. Oh. Pauschal enthauptet. Mo. So. Los, du schaffst es zum Strom. Du schaffst es zum Strom. Nee, schaffst du nicht. Keine Chance. Nee. Ja, toll. Schon wieder alles kaputt. Super. Wieder alles kaputt, du. Oh, kommt noch einer? Quatsch, wie kommst du denn darauf? Da. Asa, Asa. Oh. Ich sollte besser nicht durch. Nein. Oh. Joa. Oh, dann mal zum Looten. Na nur Scheißschuhe dabei. Oh, Katzenfutter. Oh, oh, geil. Lecker. Geil, ne? Ja, ja. Kann man sich mal pfeifen. Schön kochen. Dachhase. So, dann schnibbeln wir die mal. Aber wir lassen sie aus Prinzip hier drin hängen. Als Mahnung für die anderen. Als Mahnung für die anderen. Weil das so tangiert. Um die Heatmap schon hochzutreiben, meine ich. Mit solchen dreckigen Tricks müssen wir hier schon arbeiten. So, hier ist ja nichts mehr, ne? Ja. Nee. Doch, hier ist. Achso, nee, gut. Nur blute ich nicht mehr. Jawohl, Action! Lese ich hier. Ah, Action out. So, wir spawnen uns gleich erstmal so ein Behemoth. So. Ja, buff. Weil wir es können. Ja, weil wir es können. Hatte ich nicht noch irgendwelche Spikes? Hat man nicht noch Spikes? Ach, ich habe nur Müll hier, du. Was soll ich damit ganzen Scheiße? So, das kann da rein, das kann da rein. Ah. Ja, da haben wir den Toile. Schon morgen, du. Morgen? Nee, morgen ist heute. Oder so. Morgen ist heute. Achso. Nee. Also ich bessere gerade mal die Spikes aus. Alles klar. Besser doch mal die Spikes aus. Ja. Irgendwo hatten wir hier doch auch noch... Da. Schnorrität. Gläsers. Holz. Ja, das sind auch so Sachen. Holz braucht kein Mensch so. Holz wird überbewertet. Ja, das ist scheiße. Alles noch in Ordnung. Oh, Federn hatten wir hier. Irgendwo waren hier noch Federn. Da, also ich sehe für die Horde echt schwarz, ne? Das muss man so sagen. Meinst du? Ja. Schwarz für die Zombies vielleicht, ja. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ja. Was denkst du denn? Okay. Welche ja. Chancen sollen die noch haben? Ja, wenn die jetzt nicht nur Spucker kämen, also ansonsten denke ich, wird's eher mau. Für die Zombies ist unangenehm, ja. Ja. Aber es ist ja auch die, 27 Tage haben wir jetzt gerade auf der Uhr, also das wird auch nicht so der Brunner werden. Ja, und jedes Mal ziehen wir um, ne? Ja. Ja gut, das ist aber auch, ja, aber für den Zombie selber. Das ist aber auch, ja. Das ist auch, ja, ja, auch, ja, ne? Ja, ja, ja. Ist auch. Also, das ist aber auch. Ja, ja, ja. Ja.
Ah, da müssen wir nochmal gucken. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ekelhaftigen Graben. Ekelhaftigen Graben. Das muss ich mir auch nochmal hier ins Soundboard mal aufpacken. Ekelhaft. Ekelhaft. Aber dann hört ihr das ja nicht, ne? Das ist ja auch doof. Nee, wir hören das nicht. Nee, leider nicht. Nee. Aber kannst du gerne finden. Oh, sollen wir noch Mollys ein paar herstellen? Wir haben nur 31. Ja, wir haben nur 31. So viele Zombies kommen ja noch nicht mal. Das ist. Aber dann würde ich sagen, die Zeit, da gerade 20 Minuten, muss man an der Stelle einen Cut machen und dann beim nächsten Mal aufbrechen. Ja, das ist eine gute Idee. Das könnte man tun. Das passt doch gerade wunderbar. Das ist nächster Morgen. Genau, können wir es beim nächsten Mal aufbrechen. Genau. Wer macht die Abmoderation? Weiß ich gar nicht, wer war überhaupt. Ist egal, mach einfach irgendwer. Allein also, du, los, dann, auf. Ja, allein, leg los. Alles klar, okay, erstmal Ziele sortieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Und ich gebe das Wort weiter an Asrak. Der sagt nicht viel dazu. Weiter an Nordisch. Okay. Schön, dass du da warst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder irgendwann irgendwie. Ah, so. Ja. Genau. Ciao. Two things.